Willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Im letzten Part sind wir hier in Lilik City angekommen oder so ähnlich. Ja, die Menschen hier haben ein Problem. Sie haben keinen Geschmack mehr und können nichts anderes essen als diese komischen Wurzeln. Warum auch immer sie keine Wurzeln, nur die Wurzeln essen können, wenn sie einfach keinen Geschmack mehr haben. Aber okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich am besten hingehe. Wir können auf jeden Fall schon mal in die Kirche gehen. Schauen wir uns einfach mal da um. Hallo. Ah, meine lieben Reisenden. Es tut mir schrecklich leid, aber ich muss mich um diesen Mann dort kümmern. Also würdet ihr bitte ein anderes Mal wiederkommen? Der Vater sieht sehr beschäftigt aus. Lass uns später zurückkommen. Ja, wir sollen später zurückkommen. Okay. Du da oder was? Ah, du siehst merkwürdig. Es ist interessant. Es war schon nicht mehr, dass Leute was von der Kirche wollten. Was machst du hier? Zu Kranas beten? Ich denke nicht. Ich bin müde geworden und bin ohnmächtig umgefallen, als ich gearbeitet habe. Und wenn ich aufgewacht bin, war ich hier. Okay. Interessant. Da geht's auf jeden Fall auch noch hoch. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hallo. Scheint aber nichts weiter Wichtiges zu sein. Okay. Nichts zum Ausrauben da. Schade. So, haben wir also wieder ab. Und wir wollen ja mit irgendeinem anderen Typen sprechen. Tut mir leid, ich sehe, dass du hier rumsitzt. Ist irgendwas was los? Es sieht so aus, als hättest du Schmerzen. Oh, nein, ich bin okay. Ich wollte anfangen zu arbeiten, aber ich habe Hunger bekommen und konnte mich nicht mehr bewegen. Das ist jetzt nicht wirklich lustig, weißt du? Du wirst dich selber ganz schön aus... Ja, du wirst dich selber auslaugen, wenn du dich zu sehr anstrengst. Ja, aber ich kann nicht aufhören zu arbeiten. Wenn ich das tue, dann werde ich weniger verdienen. Und ich kann nicht weniger verdienen, verstehst du? Im Dorf geht also auf jeden Fall irgendwas ab. Ich werde jetzt nicht in die einzelnen Häuser reingehen. Das werde ich über Grandia 1 halten. Ich werde jetzt nicht jeden ansprechen. Es war immer mal ein bisschen schön, so ein bisschen die Leute noch mitzukriegen, weil man einfach auch die Möglichkeit hat, mit so vielen zu reden. Aber es sind dann doch sehr, sehr viele bei Grandia. Und dann Skyway Station. Ich glaube, da brauchen wir noch nicht hin, sondern eh mit dem Reden reden. Also tun wir das. Oh Gott. Er sieht leicht merkwürdig aus. Und er scheint auch noch ganz normal essen zu können. Oh Gott. Köstlich, köstlich. Nun, ich habe euch noch nicht hier in der Gegend gesehen. Also, kann ich etwas für euch tun? Ich habe gehört, dass du niemanden auf den Skyway lässt. Ich bin hier, um deine Meinung zu ändern. Ja, wir lassen momentan keinen drauf. Das ist eine sehr wichtige Zeit fürs Geschäft. Ja, Leute umherzutragen senkt unsere Effizienz. Ach, ich mach's dir schon wert. Ah, ich habe nicht gesehen, dass du eine Schwester mit dir hast. Sie muss nach Granas zur Granas Kathedrale wollen, oder? Nun, mehr Business. Wie viel möchtest du? 10.000 Goldstücke sollten meine Kosten decken. Haben wir so viel? Ich glaube nicht. Ich habe das ganze Geld vorhin ausgegeben. Deal, lass uns gehen. Ah, nicht so schnell, mein Freund. Die letzte Fahrt hat bereits verlassen. Aber hab keine Sorge. Eine andere wird morgen kommen. Oder morgen? Also kann man nicht heute weggehen, also? Nun dann. Offensichtlich kannst du dich immer noch selbst vollstopfen mit Essen. Warum teilst du dein Geheimnis nicht mit den Menschen in der Stadt? Elena, ruhig. Eine merkwürdige Sache zu sagen, meine Schwester.
Nun, möchtest du sagen, dass meine Gesundheit etwas virtuous? Virtuos heißt ja eigentlich so kräftig und sowas. Willst du sagen, dass meine Gesundheit nicht so kräftig ist? Keine Ahnung. Und dass ich auch mir. Ach ja, dass ich auch. Oh Gott, dass ich auch in Plage sein sollte. Keine Ahnung. Nun, nein! Ah, aber es macht mir viel zu viele Sorgen, diese Sache. Meine Mitarbeiter sind alle getroffen, was das ziemlich schlecht fürs Business ist. Und mit keiner Heilung? Ist das so? Und selbst wenn, ich bin erstaunt, dass du so viel essen kannst. Vielleicht haben die anderen vorher irgendwelche Sünden begangen. Vor Granas, ja, irgendwelche Sünden gegen Granas getan. Vielleicht bin ich der Einzige, der noch ja, geschützt ist. Wer kann schon den, ja, die Gründe des Gottes hinterfragen? Ah, ja, sehr köstlich. Klasse. So, mit dem Typen ist definitiv was faul. Liebe Schwester, du riechst sehr gut. Also, weißt du, dass Geschmack und Geruch zusammenhängen? Was? Er scheint ziemlich gesund zu sein, aber ich denke nicht, dass er einen guten Geschmack in Frauen hat. Wie kannst du immer noch so impertinent sein, wenn andere. Also ja, wie kannst du immer noch so gleichgültig und keine Ahnung, irgendwas sein? Wenn die anderen, ja, unter dir leiden, verhungern. Ich würde aufpassen, was du sagst, wenn ich du wäre. Ich bezahle meine Arbeiter sehr gut. Das Problem ist nicht aus meiner Hand. Die Stadtleute würden mir danken. Ah ja, die Stadtleute sollten mir lieber danken, dass ich hier Wohlstand in die Stadt gebracht habe. Wie konnte nur so eine Sache passieren? In der Tat, diese Stadt war bekannt davon, von der Hand Granas berührt geworden zu sein. Aber vielleicht möchte er seine Hand nicht weiter dreckig machen. Ich bin kein Experte. Du solltest vielleicht mal die Kirche au außerhalb der Stadt befragen. Oh, aber oh, aber du riechst sehr gut, meine Schwester. Wie eine. Peach war hier. Nektarine. Sowas. Ja, Pfirsich. Genau. Wie ein Pfirsich. Der Typ ist definitiv nicht ganz rund. Was für ein ekelhafter Mann! I don't know. Das kann ich nicht wissen, keine Ahnung. Dieser Gaidens, der Appetit des Gaidens ist ganz schön unglaublich. Das ist fast unnatürlich. Ich mache mir mehr Sorgen über das Geld, das wir morgen bezahlen müssen. Achso, okay, he's working. Also er macht uns ganz schön Probleme. Am besten wir fangen an zu arbeiten, um uns Geld zusammenzukriegen. Warum machen wir ihn nicht einfach fertig? Das ist, warum ich dich mag, Sky. Du denkst immer. Ja, immer denk, immer richtig denkend. Ryodo. Ob es dir gefällt oder nicht, wir haben eine Schwester in unserer Party. In unserer Gruppe. Aber Ryodo, wir müssen etwas tun für diesen Menschen. Wenn sie wirklich von Lord Granas gesegnet sind, wie konnte sowas passieren? So wie der Mann gerade sagte, wir sollten am besten den Vater in der Kirche mal fragen. Das haben wir jetzt nun irgendwie. Müssen wir dich jetzt irgendwie schnell zur Kathedrale bringen oder nicht? Wir haben nicht so viel Zeit für deine Kirchenmädchenroutine. Ah, diese Stadt. Alles hier ist schrecklich. Ich kann es nicht einfach ignorieren, wenn sie Hilfe brauchen. Hör zu, Prinzessin, wir brauchen nicht mehr Probleme, als wir es schon haben. Bitte, Mr. Ryudo. Wir können eh nicht bis morgen weg. Also, was ist schlimm daran, einfach mal in die Kirche zu gehen? Sei einfach ruhig, Kind. Das ist nicht, naja, das ist kein Spaziergang zum Altar und wir gehen nicht in diese. Also, wir sind nicht im verdammten Kirchenchor.
Ah, das macht mich krank. Es tut mir leid, aber... Er mag halt echt keine Kirchen. Sei nicht so schnell mit dem Entschuldigung sagen. Komm, lass uns die Kirche suchen. Gut, ab zur Kirche. Wir sind ja inzwischen wenigstens, wo sie ist, ungefähr. Irgendwo hier hinten. Naja, okay, die wurde sogar extra jetzt neu angebracht als Punkt für unseren Kompass. Das ist cool. Ein interaktiver Kompass, den man mal ein bisschen sich erweitert. Hallo. Kann ich euch helfen, meine lieben Reisenden? Vater, wir sind mit einer Frage gekommen. Ah, ich sehe, dass du auch jemand bist, der Lord Granas dient. Vater, was ist mit dieser Stadt passiert? Mit den Leuten? Ah, das ist die Frage, die dich stört. Ach nee, das ist die Frage, die mich ebenfalls wundert. Ich verstehe nicht, was uns befallen hat. Einige sagen, das Gesicht von Lord Granas hat sich von uns gewendet. Aber trotzdem, daran glaube ich nicht. Ja, die Geschichte habe ich schon gehört. Es gibt, die in der Stadt, die sagen, sie haben, ja, den Segen Lord Granas ist verloren. Das ist ziemlich unglaubwürdig für ein, ja, nicht unglaubwürdig hier, wenn man nicht... Oh, die Pe... Komm schon, das meine ich. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein für, zuverlässig, genau. Ziemlich unzuverlässig für ein, für eine Gottheit. Wenn du einen Job als, ja, als großer Herrscher haben willst, dann solltest du... dann solltest du eine gut-böse Liste, zusammenhalten. Ryudo! Ja, mein Gott, ist halt auch irgendwo so. Und ich verstehe dieses Segnen nicht. Dieser eine wahrscheinlich Riesenarsch-Typ schien ziemlich gut gesegnet zu mir, für mich zu sein. So ungefähr 200 Pfund mehr gesegnet als jeder andere hier. Ah, du musst Mr. Gaiden meinen. Er hat sich auch verändert. Er war mal ein guter Mann, geliebt von allen. Aber dann hat er begonnen, sich zu verändern. Er hat wurde süchtig nach Reichtum und Macht. Und damit auch Nutrition, also Essen. Ja, und um diese Zeit ist auch das Unglück geschehen. Leute kümmern sich anders um die... jede Menschen fallen anders mit der Depression, gehen anders mit der Depression um. Manche schlafen, andere schreiben. Andere hauen einfach Essen in ihren Hals um, ja, als wären sie Mülleimer. Aber was hat das damit zu tun, dass die Leute nicht mehr essen können? Vater, vergib mein untaktvolles Benehmen meines, meines Begleiters, aber ich frage mich auch, warum diese Stadt, warum ist die Stadt bekannt dafür, von Glanas gesegnet zu sein? Ah, natürlich, bitte geh nach oben. Du wirst die Wahrheit für dich selbst sehen, von dort oben. Okay. Also irgendwas ist da oben los und ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Dann schauen wir nochmal. Bitte schaut. Ihr könnt die ganze Stadt von hier sehen. Jetzt bin ich gespannt. Die Felsen? Kannst du das mit den Felsen zu tun haben? Weil die so alle angezeigt werden. Sieht so aus, als wären die irgendwie alle an der... Diese Säulen! Sie scheinen Teil einer einzigen Ruine zu sein. Es wird gesagt, das sind Ruinen von einem Tempel.
Sie wurden sehr stark beschädigt, wenn die Stadt neu aufgebaut wurde. Aber Mr. Gain sagt, dass sie immer noch... nicht vollständig zerstört sind. Okay. Oder genug zerstört, keine Ahnung. Ich verstehe. Also wurde diese Stadt auf den Ruinen eines alten Tempels von Kranas aufgebaut. Das ist, warum die Stadt gesegnet ist. Aber diese Säulen haben eine merkwürdige Form. Als wäre etwas im Zentrum. Als ob etwas verborgen ist. Oder vergraben. Nun, da du es erwähnst, ich habe gehört, dass eine... Ausgrabung am Grund der Säulen gemacht wurde. Die Pillars gehen sehr, sehr tief. Viel zu tief, um sie zu entfernen. Okay. Ja, ich mag nicht, was ich da höre. Ich glaube, wir gehen nach unten. Was denkst du, Lena? Hört sich das nicht bekannt an? Zerstörte Tempel, eine vergrabene Stadt, Unholy Peace of Weimar. Ah ja, okay, ja. Legamia Tower, das kann nicht sein. Weimar, ich habe nicht davon von so einer Sache gehört. Das könnte sein, dass es halt so ein Tempel ist wie in einem anderen Stadt, dass er jetzt hier irgendwie Weimar gedingst ist, vergraben. Ja, unglaublich, dann können wir auf unserem Weg sein. Warte, Ryodo! Okay, er wollte jetzt einfach abhauen dann. Warte, Ryodo, das Leiden der Leute könnte ein Result... könnte sein, dass es einfach nur das Siegel gebrochen ist. Wir müssen uns erforschen. Wow, warte mal, da, Gamschu? Okay, whatever. Ja, warte, ich habe nicht, ich glaube nicht, dass, Jagen von wiedererwachten Gottheiten des Bösen irgendwie ein Teil meines Jobs ist. Aber die Leute zu retten, die es brauchen, ist die Pflicht von denjenigen, die Kranas folgen. Ich werde nicht meine Pflicht ignorieren, Ryodo. Und ich werde auch nicht diese Leute ignorieren. Wir müssen ihnen helfen. Jetzt bist du einfach nur dickköpfig. Lass uns versuchen, hier rational zu denken. Erstens, ich werde nicht... bezahlt. Ich wiederhole, ich bin nicht bezahlt. Zweitens, Kranas sollte mehr als... Kranas sollte mehr als gut in der Lage dazu sein, mit Weimar ohne uns klarzukommen. Drittens, du musst zur Kathedrale so schnell wie möglich. Ryodo, bitte. Ich kann nicht ihr Leiden ignorieren. Wenn ich das mache, dann könnte ich niemals einen Schritt in die Kathedrale machen. Warum ist eigentlich hier die ganze Zeit kein Ton mehr? Also, wirst du nicht dadurch bewegt? Nun gut, dann werde ich ihnen selber helfen. Ich muss dich beschützen, natürlich. Hör jetzt auf mit diesen selbstgefälligen Expressionen. Komm schon, mach ein nettes Gesicht für mich. What the fuck? Was machst du? Lass das! Sieht echt klasse aus. Der Sprite. Nun, wir schauen uns mal die Ruinen an. Aber morgen? Morgen werden wir Skyway nehmen. Egal wie. Viele, viele Katzen sind in den Bäumen gefangen. Ach, Ryodo. Alles klar, also helfen wir doch. Natürlich helfen wir. Vater... Du hast von einer Ausgrabung gesprochen. Ja, aber seid vorsichtig. Niemand wurde bisher erlaubt, diese Ruinen zu erforschen. Es gibt viel Gefahr. Vielen Dank, Vater. Ryodo, lass uns los. Gehen. Oh, Vater. Ich hatte schreckliche Träume von in letzter Zeit. In diesem bin ich von Dunkelheit gejagt. Heißt das, dass meine Seele schwach ist?
Erlaube der Dunkelheit nicht einen Weg in dein Herz zu finden. Eine starke Seele ist Resistenz gegen die Dunkelheit. Also solltest du dich selbst durchtragen. Okay. Oder so. Einfach durchstehen. Vielen Dank. Vater, mögest du gesegnet sein von Lord Kranas. Dasselbe ist zu dir. Ja, oh, Songstress of Grainers. Songstress weiß ich immer noch nicht genau. Egal. Wir haben auf jeden Fall mal wieder endlich mal Musik. Es war bisher immer alles ruhig. Lass das über die Bühne bringen. Wir haben nicht sehr viel Raum, um noch mehr von diesen Roadside Attractions. Wir können nicht noch mehr Umwege gehen. Ah, Mr. Ryudo. Okay. Ich bin halt echt hier von Elena und dem kleinen Jungen rumgeschubst. Naja. So, die Frage ist jetzt halt, wie wir da zu den Ruinen kommen. Ah, schau an. Nun, ich bin Marek. Ah ja, so hieß er. Marek, was bringt dich hierher? Der Geruch von diesem Ort. Er besudelt die Erde. Warte, sag bloß, ist mein Bruder hier? Und was ist mit Melfis? Wo ist er? Was hat er gemacht? Ich rieche. Ach nee, ich spüre einen. Oh Gott, ich bin gleich wieder da. Okay, die Katze hatte nur die ganze Zeit in der Tür gekratzt. Das hat genervt. Ich spüre eine faule Arbeit von einem Dämon hier. Oder von dem Dämon. Frag nicht danach, was durch seine Hand geschehen ist. Da ich mich nicht daran wirklich erinnern möchte. Aber ist er hier? Oder hast du einfach nur die Vermutung? Mr. Marek! Diese Stadt hat ziemliche Probleme. Bitte, wirst du uns helfen in der Suche nach dem Ursprung des Bösens? Wirst du uns helfen, es zu wenden? Um die Kraft zu... um zu beschützen... Was? Ah ja, um zu sicher zu gehen, dass die Kraft, von der du sprichst, nie wieder benutzt wird, werde ich dir euch beitreten. Vielen Dank. Okay, wir haben unseren vierten Charakter anscheinend. Marek. Schauen wir mal. Wow. Verdammt viel AP. Dass man aber auch nicht einfach hier sehen kann, welches Level die haben. Das ist ein bisschen doof gemacht. So, Level 19. Nicht schlecht. Was macht das da? Angriff plus 5, okay. Alles klar, dann würde ich sagen, im nächsten Part suchen wir uns einen Weg in die Ruine. Und dann wollen wir doch mal sehen, was wir dort machen können. Also, bis dann!